Hier ist Berlin. Wir stehen auf dem Boxhagener Platz und sammeln Unterschriften gegen TTIP und CETA. Also mit dem, was wir hier heute machen, die Demokratie zum Blühen bringen, setzen wir uns ja nicht nur zum Frühlingsanfang ein, sondern auch natürlich das ganze Jahr über und darüber hinaus. Die Volksabstimmung ist ja das, was wir bei mehr Demokratie wollen. Also sprich, dass Menschen sich einbringen, dass sie auf die Straße gehen, dass sie andere überzeugen von ihren Ansichten, dass sie ins Gespräch kommen. Und dann, wenn das so ist, dann blüht die Demokratie. Und das möchten wir ganz generell in Deutschland und darüber hinaus. Und deswegen, ja, Demokratie zum Blühen bringen ist auch Volksabstimmung einführen. Aufnahme gestartet. Ja, dann winken wir doch mal. Hallo. Liebe Grüße aus Krefeld. Liebe Grüße aus Krefeld. Und wir haben schon viele Unterschriften. Ich freue mich, dass wir eine sehr, sehr erfolgreiche Kampagne haben zum Thema TTIP. Für uns als Mehr Demokratie ist ganz, ganz wichtig, wir stellen immer die Demokratiefrage, auch in der Handelspolitik. Und dort läuft einiges schief. Es gibt sehr, sehr wenig Transparenz. Das Verhandlungsmandat ist erst sehr spät veröffentlicht worden. Viele wichtige Informationen werden uns immer noch vorenthalten. Und mit Schiedsgerichten und Frühwarnmechanismen für Lobbyisten werden ganz gefährliche Vorschläge verhandelt, die definitiv nicht im allgemeinen Interesse sind, sondern nur Lobbyisten und Wirtschaftsverbänden Vorteile bringen. Da sind die das Ablehnen. Ich sage, wow, super. Wir wollen ja den bundesweiten Volksentscheid durchsetzen. Wenn wir das hoffentlich bald auch hinbekommen, muss man einfach sehen, dass die Spielräume für Entscheidungen dann jetzt schon durch bestimmte internationale Festlegungen kleiner geworden sind. Und mit TTIP wird diese Tendenz weitergehen. Wir binden uns halt in bestimmten Bereichen, die wir dann nicht mehr so einfach souverän bestimmen können. Und auch das ist eine Debatte, die man bei TTIP bisher viel zu wenig führt und die wir unbedingt stärker noch als Sicht der Öffentlichkeit bringen müssen. Aber, dass man halt Leuten, hier so einen Zettel in die Hand gibt, TTIP, und dann machen wir so Fotos, hoffentlich spielt das Wetter mit, große Tonne, und dann machen wir Fotos mit den Leuten, TTIP in die Tonne rein. Ja, genau. Das ist uns als Mehr Demokratie ganz wichtig. Wir sagen zwar Stop TTIP, aber wir wollen auch, und das steht auch so im Text der Europäischen Bürgerinitiative drin, wir wollen dazu beitragen, dass eine alternative Handels- und Investitionspolitik in Zukunft gemacht wird. Und das heißt auch, dass es eine andere demokratische Kontrolle gibt. Wir wollen weg von Geheimverhandlungen, wir wollen hin zu transparenten Verhandlungen, wir wollen weg von Lobby-Einfluss bei den Verhandlungen hin zu stärkerem Bürgereinfluss. Und wir wollen, dass am Ende sowohl die Parlamente als auch die Bürger in Volksentscheiden über Handelsverträge auch entscheiden können. Auch diese Fragen wollen wir im Rahmen der Kampagne in die Öffentlichkeit bringen und da arbeiten wir derzeit sehr stark dran. So, wir sind hier in Stuttgart, heute am Aktionstag von Mehr Demokratie e.V. zum Freihandelsabkommen TTIP. Motto ist Demokratie zum Blühen bringen, weil heute Frühlingsanfang ist. Aber das Wetter spielt heute nicht so mit. Wir hatten dafür die letzten 10 Tage Frühling. Mehr Demokratie hat eine ganze Menge vor. Wir wollen die Europäische Bürgerinitiative zum Erfolg bringen. Wir wollen mindestens 2 Millionen Unterschriften sammeln. Wir wollen TTIP und CETA in ihrer jetzigen Form stoppen. Und wir wollen Alternativen entwickeln und in die Öffentlichkeit bringen. Dafür brauchen wir auch Sie und dich. Wir brauchen sehr, sehr viel mehr neue Mitglieder, um unsere Ziele zu erreichen. Deswegen bitte unterstützt uns auch mit einer Mitgliedschaft bei Mehr Demokratie.